Ja. Hallo. Hallo. Und willkommen Willkommen zu Horizon, Zero Dawn, unserem Let's Play auf dem Shadowhawks Channel mit dem lieben Knusknut. und dem lieben Haven. Hallo. Ja, wir spielen in Deutsch. Nein. Nicht? Okay, Doch. dann auch auf Deutsch. Deutsch. Los geht's. Sound. Sound? Sound. Sound haben wir auch. Ja. Leicht. Ich? Nicht. Doch, doch. Oh, es geht echt direkt los, ne? Sag ich schick. Ja, nach 5 Stunden, tausenden Stunden rumbasteln, läuft es endlich. Was denn jetzt? Das mit der Cam ist dir zu kalt? einigermaßen, mit dem Text. Wir können nicht hier bleiben. Ah, nee, nicht wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. So, mal gucken. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Rost. Ist der echt Rost? Rost. Heute rostig. Werde ich deinen Namen nennen. Ist der Englisch Rust? Oder heißt auch in Englisch Rost? Doch, nennt die Göttin ihn ebenfalls. Och, das ist schick. Wie ein Film. Herman Holt. Das ist ein Hammer. Matthias, der Junge. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Blöd, ne? Ja, müssen wir noch mal gucken. Wir müssen schon uns Green in Arbeit und bleibt so. Jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Mal schauen. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Was? Auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Müssen wir mal schauen, wir haben Cam erstmal da platziert wegen Hub-Elementen. Vielleicht verschieben wir ihn doch mal. Ja, vielleicht stört das ja unten rechts nicht. Ich weiß nicht, was da genau ist. Das soll die ganz unten rechts hinballern. Da oben irgendwo, mal schauen. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Hallo. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich Rost. Bestimme. Dann rettet ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! Ich denke mal, das ist unser Spielcharakter. Ja, wir spielen nämlich ein Baby. So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort!
Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Naja. Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Horizon. Zero Dawn. Ah, das haben sie ja cool gemacht. Im Menü? Nein. Doch, doch. Geh erstmal die Extras durch. Gucken wir erstmal in die Einstellungen. Was? Und stellen das mal auf Stereo um, ne? Geht nicht. Und dann, lassen wir das. Gucken wir uns mal die Extras an. Gibt's doch nicht? Nein, das war ein Scherz. Spiel da jetzt erstmal. Das ist doch normal, oh, oder? Sehr schwer, oder? Nein. Ja, muss doch schon ein bisschen herausfordernd sein, oder? Durchaus herausfordernde Kämpfe, ausbalanciert. Das klingt gut. Ja, wird passen. Story hat ja ganz schön schnell gewachsen. Aloy! Das ist irgendeine Schauspielerin oder so später? Ich hab keine Ahnung. Ich denke, du hast alles durchgelesen. Ich habe einen Test gelesen und da wurde das Spiel für gut befunden. Okay, ja, ich habe mir gar nichts durchgelesen. Komplett spoilerfrei. Also es geht um Aloy? Oh, das weiß ich. So viel konnte ich auch mal. Die ist anscheinend immer ausgestoßen aus ihrem Stamm. Ein geschickter kleiner Sammler bist du. Nun, ja. Vielleicht findest du noch mehr. Im späteren Verlauf wird man wieder eingebürgert, wie ich das so verstanden habe. Und man muss Rituale machen dafür, irgendwelche Prüfungen. Und okay. Ja, warum es dazu kommt und warum wir ausgestoßen sind, das erfahren wir wohl dann in der Story. Wirklich toll, gut gemacht. Das heißt, das sind auch unsere ersten Questgeber wahrscheinlich. Kinder, so. Das weiß ich kommt mit mir. Ich will nicht verraten im GameStar-Test. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Ciao. Okay. Also wir sind ohne Freunde unterwegs. Also komm noch. Schon. Ja. Das war ganz schön stark, wir Bären. Zerdrücken, boah. Wir sind Gürbesautfrenz. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Ja. Okay, springen. Wieso? Gibt's denn irgendwelche Tasten drücken? Ah, drücken. Oh, auch, guck mal hier. Man kann sich so. Ist wie bei okay. Tom weiter. Das OP ausweichen. Okay, hier gab's glaube ich zwei dann, ne? Das heißt, die Kämpfe sind wahrscheinlich auch so ähnlich wie. Dark Souls so mäßig? Ich glaube eher wie bei Tomb Raider. Du hast ja einen Bogen später. Und. Ja. Also eher Fernkämpfer. Ziemlich eng. Eher Fernkämpfer, aber man kann wohl auch Waffen aufnehmen. Man hat eigentlich nur einen Bogen, glaube ich. Drücke. Okay, gucken wir uns erstmal. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ich glaube, also so eine Welt, wie wir sie jetzt bei uns kennen. Das spielt ja auch in der Postapokalypse.
Das ist das Einzige, was von dem Spiel weiß. Das heißt, irgendwie ist unsere Zivilisation untergegangen, warum auch immer. Und wir sind irgendwie die Nachfolger und bauen uns so langsam wieder auf. Und versuchen, gegen die Maschinen zu bestehen. Oder was? Ja, die Maschinen, wo die herkommen, weiß ich allerdings auch überhaupt gar nicht. Die haben wahrscheinlich Aliens, vielleicht Aliens, oder wir haben sie selber erschaffen und die haben uns dann ausgerottet. Hey, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ich glaub, das ist ein, ey. Auf jeden Fall findet man wohl auch direkt gleich ein Gerät. Das wird gleich schon mal verraten. Hoffe ich, dass das überhaupt stimmt. Ich weiß es leider nicht. Ein Gerät? Ein Gerät, so ein Scanner. Den braucht man wohl für alles. Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Das könnte so eine Art Stahlwerk gewesen sein vielleicht. Was Rust nicht weiß, macht ihn nicht weiß. Ich glaube, ich gehe schon hier in den Sackgassen hinlang, wa? Ich habe überhaupt gar nicht gesehen, wo du lang gegangen bist oder wo wir hergekommen sind. Ich weiß es leider auch nicht. Da gab es auch gerade zwei Gänge eben, links und rechts. Wir hätten ja auch links gehen können, sind ja rechts gegangen. Sieht alles irgendwie gleich also, aus. Also, keine Ahnung. Da müssen wir hin, oder? Ja, aber da ist eine Treppe. Komm, gibt's doch bestimmt auch irgendwelche Secrets einzufangen, oder? Wie bei Uncharted so? Nee. Bei Uncharted musst du immer so Artefakte aufnehmen, die leuchten immer so im Dunkeln, im Hintergrund. Gibt es da hier auch irgendwelche Secrets einzufangen? Oh, ich bin erschrocken. Ist das hier ein Gruselspiel oder was? Resident Evil. Da vorne ist irgendwas. Wie alt bin ich jetzt? 6, 7? Was ist das? 6 Jahre später schon wieder vorhin. Ein Toter. 6,5 vielleicht. Ja. Sieben, was meine ich da? Dieses Ding hier. Das habe ich schon rausgefunden. Das ist eine Pfeilspitze? Das ist irgendwie so ein Gerät, da kannst du. Fokusgerät, glaube ich, heißt das. Fokusgerät. Das kannst du sowieso ein Headset aufsetzen. Oh. Mit Carbonfaserstruktur. Richtig Hightech. Hightech. Richtig Tech. Alter. Das ist ja heftig. Ja, das soll irgendwie so eine Art. Ich glaube, das hat kommt doch erst durch dieses Gerät zustande. Überall! Also das zeigt uns Schwachpunkte von Gegnern dann an und Elemente, die wir irgendwie. Mit denen wir interagieren können. Schalte den Fokus durch Drücken von R3 aus und ein. Aus. An. Aha. Das heißt, diese ganzen Dinger, die hier leuchten, können wir benutzen. Muss man den irgendwie aufladen oder so? Nee, ne? Das darf man immer benutzen, ich ne? Nicht. Aber wir können jetzt, ich dachte, also, dass man benutzen kann, man jetzt dieses Gerät auch nicht damit. Ja? Kann man aber irgendwas machen. Das wird mir angezeigt, wenn ich das aufmache. Okay, bin ich auch langsamer, wenn ich es anhabe. Also, damit Dauerlauf rumlaufen bringt also auch nichts. Okay. Aha. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Kann aber da lang gehen. Verbinde das Gerät. Nee, kann ich nicht scannen. Und was? Wie geht die nur auf? Bunkertür. Brandschutztür. Verstärkt. Verschluss. Identität erhalten. Das heißt, der Schloss geht also noch. Irgendwann muss das schon anhaben. Stromstatus aus. Aha. Stromstatus? Wo steht das denn? Ganz oben. Und ach, tatsächlich, Mensch. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Energizer. Den Kabel voll. Warte mal. Das geht doch hier irgendwo lang. Da auf diese Box. Und dann Bauchrücken. Ach. Ah. Okay. Das ist dieselbe Info wie eben. Das ist doch der Schalter, oder? Der ist irgendwo. Ah, ne, guck mal, wo das hingeht. Da, noch da. Mehr Licht. Anderen Raum. Netzkabel. Ja. Holo-Schloss. Standard-UI. Ich denke mal, da müssen wir hin, oder? Zu dem Ding. Was ist das? Code Nexus-Sicherheit. Es hängt mit der Tür zusammen. Nutze das Holo-Schloss. Was ist das hier? Netzkabel. Okay, das heißt, dann müssen wir doch das da zurück. Das benutzen wir, glaube ich, erstmal.
Das ist ja sehr tricky. Kann ich auch laufen? Ja. Das ist schon tricky. Oh, guck mal, ein Fisch. Nee, ein Fisch kann es nicht sein. Da hinten ein Fisch. Ich denke mal... Ah, ich glaube, da kann man nichts draufdrücken. Da kommen doch bestimmt noch irgendwelche Rätsel zustande, auch. Oder? Ach nein, ja, Rätsel. Ja, Holo-Schloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Im Uhrzeigersinn drehen. Oh, 50-50 Chance. Aber gegen den Uhrzeigersinn. Oh, jetzt ist er da irgendwie... Okay. Ein Farbwechsel. Ein Farbwechsel. Ich glaube, jetzt ist es offen. Aber... Sieht ja schick aus jetzt. Können wir mal zurück. Schauen mal, was wir hier... Ein Farbwechsel an der Tür. Tür öffnen. Geschafft. Guck mal, ist das da hinten? Das... Nee. Das hier liegt weiter, oder? Irgendwas liegt da hinten, irgendwas ist da, aber da kommen wir so nicht hin. Wir müssen einmal rumlaufen. Ja, wahrscheinlich kommen wir da gleich hin. Nee. Kann ich doch überspringen? Nee. Also, was? Ich bin leider nicht möglich. Ich bin zu klein wahrscheinlich. Vielleicht geht's später. Oh. Ich hab nicht die Schuhe an, ey. Das war reichlich die ganze Treppe. Ich hab gar keine Schuhe an, oder? Weiß ich gar nicht. Deinen Fokus so nicht. Irgendwelche selbst self-made Jagdstiefel vielleicht, keine Ahnung. Das könnte aber auch die Hose sein. Und dann darauf dann folgen wir erstmal. Was ist das? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau. Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Tatsache, ein paar Jungen drauf. Zeig's mir nochmal. Nicht besser, er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Das ist nämlich hier an Division, diese... Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Ja, ich weiß was. Und so Story-Bruchstücke halt aufnehmen kann. Ja. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ich glaube, wir haben den ersten. So, ich glaube, solche Dinger kann man auf jeden Fall überall einsammeln hier. Ich glaube, ich verschieb kurz mal die Cam, oder? Dann machen wir erstmal einen Stopp. Nee, warte. Machen wir nicht. Ich höre gerade von der Regie, wir machen keinen Stopp. Es geht nämlich auch on the fly. So. Zack, ich höre gerade, die Regie hat die Cam verschoben. Ja, Cam wurde verschoben. So. Bevor da nichts unten ist, kann man da die Cam erstmal hinmachen. Dann kann man nichts vernünftig unter Bühnen lesen. Ich soll mich zum größten Teil. Ich soll mich durch eine Lücke zwängen, aber ich sehe die gar nicht. Ja. Da. Okay. Finde einen Ausweg. Wieso denn kein Einweg? Tja. Ich glaube, wo ich lang gehe, ist schon wieder nichts. Doch. Lohnt sich also auch seitwärts mal lang zu laufen, kriegst du Sachen. Audio Datenpunkt abspielen. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. 2066. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Nee, weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ja, cool. Das heißt also, für den Datensammler unter euch ist hier auch reichlich zu finden. Ich bin ja eigentlich kein Fan von sowas. Weil ich immer denke, mir fehlt was am Ende des Spiels, weil ich immer nie sowas nicht aufnehme. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwie mehrere Stunden rumzulaufen, um solche Sachen aufzunehmen. Das ist trotzdem cool, dass es sowas sie gibt. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht.
Was cool, ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, ich glaube, der hat sich erschossen. Ja, wir wollen auch einen Punkt haben. Ein Punkt würde mir schon reichen. Ja, aber es ist cool, weil dann erfährt man ein bisschen so... Ich glaub, das macht auch irgendwann alles Sinn, was wir da erfahren. Ja, also das war 2066, diese Aufzeichnung. Das erleben wir also auch noch dann, was jetzt alles passiert. Weißt du, in welchem Jahr das jetzt spielt gerade? Oh. Ich glaube, 2100X. Okay. Ich weiß es nicht hundertprozentig. So, da sollen wir hin. Aber ich gehe also da lang. Geht gar nicht, okay. Ja, ich glaube, am Anfang ist es wahrscheinlich noch ein bisschen linear, ne? Wie ist das eigentlich so? Bei Tomb Raider ist eigentlich auch ziemlich linear, ne? Ja, du hast ja bei Tomb Raider die Außenareale, wo du mal reinkommst, nach den linearen Level-Enden quasi. Mhm. Aber hier ist es komplett Open World. Okay. Und die Map soll ziemlich groß sein. Echt? Okay, bin ich mal gespannt. Warum sind sie hier gestorben? Oh, da ist doch was. Ja? Was ist passiert? Jackson Frost. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Amen. Ich glaube, die haben sich alle hier weggeschossen. Oh, da sind noch viel mehr Sachen. Alter. Und Machu Picchu. Das war nicht hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Machu Picchu? Machu Picchu. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ja, um das zu verstehen, da müsste man A. Kaon geguckt haben und B. das GIF auf Zoa sich anschauen. Ja. Das können wir auch verlinken. Oder finden. Finden ja, wir das wieder? Weiß ich nicht. Aber wenn wir das wiederfinden sollten, packen wir es in die Linkbeschreibung. Das müsst ihr euch angucken. Geil. Das war gar nicht aufregend. Habe ich das schon gehört? Da bin ich so weit weg, ne? Auf der anderen Seite. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ich glaube, ich hatte die werden noch gar nicht angezeigt. Hä? So. Echt, das kann man sich nur einmal und dann sind weg oder was? Welche, die sind irgendwo im Inventar verstaut? Im Inventar verstaut. Was ist denn hier? Im Gerät. Da ist noch einer. Die Erde. Oh, ciao. Die oh, jetzt. Erde. Das wird dann nur nicht mehr so rot angezeigt. Doch, ich glaube, das passt genau mit dem Text. Auf den Millimeter. Doch Gott, der mich nach hier ja, ich glaube, die sind alle ziemlich verkrepelt, wenn man das so sagen kann. Einer war hier noch, ne? Ja? Jason hatten wir auf jeden Fall einmal schon mal. Ich meine, ist neu. Ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Nicht. Tolle Idee, Direktor nicht. Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Was nicht der, der sich geschossen hat? Alles? Ich war, glaube ich, derselbe, ne? Ja, auf jeden Fall. Konrad Jason hatten wir auf jeden Fall schon. Ich glaube, das war der. Das war jetzt auch alles an. Nee. Oh, das sind, glaube ich, Gegner, oder? Ach du Scheiße. Körper. Warte mal, genau drauf. War da irgendwas? Notizbuch oder was? Kann man irgendwie aufs Inventar zugreifen oder so? Irgendwie eins? Da war doch irgendwas mit Notizbuch, oder? Unten rechts ist es weg. Ziel markieren. Da kannst du irgendwie auf diesen Karton. Kann nichts drücken. Nee. Okay. Ja. Ich markiere es lieber nicht. Ich will gar nicht wissen, wo der ist. Dann. Ich würde sagen, laufen wir erstmal weiter, ne? Ja.
Das ist ja echt. Weißt du, die erste. Die erste Mischen. Mischen. Das ist schon so viel. Sachen zu finden. Sachen zu finden. Das ist schon krass. Oh ja, da ist unser. Unser Rost. Unser Rost. Er ist da. Was die Ratte von eben. Da ist der Fisch. Ach, Fisch. Die laufenden Fische. Ich komme. Ich komme. Frage ist auch, kommt man hier wieder hin? Um später noch solche Sachen aufzunehmen, die man jetzt vergessen hat. Das ist eine gute Frage. Oh, Mutter sei Dank. Ich meine, wenn es komplett oben wird, sollte es eigentlich gehen. Klappen, ne? Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nee. Nein. So zugeflogen. Mir. Nein. Warum denn? Nein. Aloy. Was haben wir gefunden? Solche Dinge sind gefährlich. Nein. 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 Das hat uns sehr geholfen. Ja, richtig. Kann nur resigniert aufgeben. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Machen wir. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie lange wir schon auf. Ich auch nicht. Ja, aber können wir erstmal machen. Dann können wir auch gucken, weil es geklappt hat und so. Ach, ja, machen wir danach. Ja. Hey, das ist ja richtig krasses Skill. Smart Device. All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen. Und kein Murmeln ins Spielzeug. Was? Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Das kann ja eh nur sie sehen, ne? Von dem Gerät. Ja, ich nehme an. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Aufmachen. Ja, ne? Ja, gut. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Ja, machen wir hier einen Karton. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Dann bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.